Hallo, mein Name ist Marike Engelmann und ich würde mal vielleicht ein kleines Statement zum Sinn und Zweck meines Kanales bei YouTube hier erläutern. Also ich komme aus der ehemaligen DDR und in den letzten 35 Jahren, also seit dieser Wiedervereinigung, bin ich weltweit gereist. Ich war auf verschiedenen Kontinenten dieser wunderschönen Erde. Ich habe für mich dies als die größte Bereicherung der Wiedervereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland immer empfunden und habe natürlich demzufolge auch wirklich einiges von der Welt gesehen. Ich war in den letzten Jahren, seit 2021, mehrfach in Westafrika, in Gambia. Und das, was ich da vor Ort sehen konnte, ebenfalls in Casamance und in Senegal, hat mich sehr tief in meinem Herzen berührt. Da ich doch das, was ich da gesehen habe, vor vielen Jahren in Vietnam, was meine allererste große Reise auf der Welt war, noch in der ehemaligen DDR, ja das erste Mal begegnete. Sehr viel Armut, ja, teilweise Obdachlosigkeit etc. Ich habe mir einfach auf die Stirn geschrieben, Menschen zu helfen und das nicht erst seit heute. Ich bin in be meinem beruflichen Leben seit vielen Jahren im sozialen Bereich tätig. Der eine oder der andere, der mich hier sieht bei YouTube, der weiß das. Der kann mich vielleicht achten, schätzen, wie auch immer, und respektieren. Das, was ich gerade hier vielleicht kundtue. Also ich, wie gesagt, mein Ziel ist es, mit diesem YouTube-Kanal Menschen in Westafrika zu unterstützen, da ich einfach nicht zusehen kann, wie viele Menschen in diesen Ländern hungern, leiden, sich auf dem Weg durch Afrika, durch Mali, durch Ägypten, durch Algerien begeben und ihr Leben riskieren. Ich als Mutter eines Sohnes, der fast Mitte 20 ist, blutet einfach das Herz dabei zu sehen, wie Menschen sich in diese große Gefahr begeben. Und ich schon sehen konnte, dass Menschen, denen ich in meinem Leben begegnet bin, diese Reise nicht überstanden haben. Oder noch einiges vor sich haben. Ich habe solche große Angst, Menschen zu verlieren, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und wenn ich sehe, was in Westafrika für eine Armut besteht, ist keine Straßen, kein Strom, keine normale Wasserversorgung, soziales System besteht, keine Schulbildung auf normalen Wege existiert, keine Ausbildung, keine Industrie, dann kann ich nicht anders als einfach versuchen zu helfen. Und ich werde mich auf dem Weg, dies zu erreichen, von niemandem aufhalten lassen. Es spielt keine Rolle, ob dieser Kanal erfolgreich wird oder nicht, was natürlich mein großes Ziel bei all dessen ist. Aber ich werde mich von niemandem auf diesem Weg aufhalten lassen. Und wenn ich, wie bisher auch, mein eigenes Hab und Gut dafür investieren muss. Und ich denke einfach, all diese Menschen, diese Kinder, sind es einfach wert, dass man sich dafür einfach engagiert, damit es Kindern dieser Welt in Zukunft besser geht. Denn wer kann sich denn für diese Menschen einsetzen, wenn nicht wir? Wir sind die Einzigsten, die dies tun können. Und ich habe keine Angst, dies zu tun, und mich hält auch niemand auf. Ich bin gebildet und engagiert genug,
um mit meinen eigenen Händen, Füßen und mit meinem Kopf einiges zu erreichen. Und ich wollte einfach, ja, einfach mal auf diese Art und Weise mitteilen, dass wir doch alle etwas tun können mit vielen kleinen Dingen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die meinen Kanal schauen. Ich weiß, in welchen Ländern, welche Altersgruppen, man kann dies verfolgen, auch wenn man vielleicht kein Abonnent ist. Aber ich glaube, wenn das, was ich da präsentiere, nicht sehenswert wäre, dann würden sich auch die Leute dies nicht anschauen. Und ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt in Westafrika, hier von Deutschland aus, die sich sehr, sehr engagieren, die alles für Menschen tun, auf ähnliche Art und Weise wie ich, damit es ihnen besser geht. Und ich bewundere all diese Menschen, die dieses Engagement, diese Zeit und Liebe diesen Menschen in Westafrika entgegenbringen. Ja, und ich kann einfach nur daran appellieren an Menschen, die mich jetzt vielleicht gerade in mein Statement sehen, hören, um sich das vielleicht mal durch den Kopf gehen zu lassen. Denn ich sehe das hier in Europa im sozialen Bereich, wo ich tätig bin, dass es ohne Ausländer überhaupt nicht geht. Und ich bin Mutter eines Kindes mit Migrationshintergrund und ich bin wahnsinnig stolz darauf, was mein Sohn jeden Tag leistet, denn er ist im selben Bereich tätig wie ich. Und ich kann einfach nur sagen, dass wir, egal welcher Nation wir angehören, alle Menschen auf dieser Welt ein Recht auf ein besseres Leben haben, auf Pflege, auf Selbstliebe. Und auch diese Menschen in Westafrika versuchen, ihre Familien zu unterstützen, ihre Geschwister, ihre Eltern, soweit es nur geht. Und ich möchte einfach damit mit diesem Kanal erreichen, dass vielleicht ein kleiner Prozentsatz diesen Menschen wieder an Respekt gegeben wird, um etwas zu verändern in ihrem Leben, in ihrer Denkweise, um vielleicht nicht diesen Weg, diese Flucht zu ergreifen, um über das Mittelmeer ihr Leben zu riskieren, um sich auf den Weg nach Europa zu machen oder woanders hin auf der Welt. Ich weiß, dass es in Westafrika, in Gambia, sehr, sehr viele Kinder gibt. Viele Kinder, die auf der Straße leben, denen ich begegnet bin, die Hunger leiden. Und ich glaube, das ist der erster Ansatzpunkt, der einfach für mich ganz groß im Raum steht, dass so etwas nicht sein darf, so sein kann. In diesem Jahrhundert, wo wir hier leben, wir leben im Jahr 2024 und mir blutet einfach dabei das Herz. Und ich verstehe natürlich auch, dass nicht alle Menschen derselben Meinung sein können wie ich. Aber ich glaube und bin fest der Überzeugung, dass es viele Menschen gibt, die dasselbe denken und empfinden wie ich. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wäre dankbar dafür, wenn man einfach meinen Kanal in seinem Vorhaben mit einer Mitgliedschaft, mit, weiß ich nicht, vielleicht später Fanprodukten, die dazukommen oder wie auch immer, mit unterstützen kann, damit einfach ein größerer Teil, ein etwas größeres Vorhaben als das, was ich mit meinen eigenen finanziellen Mitteln erreichen könnte. Ja, dass man so etwas machen kann, unterstützen kann in Westafrika. Ich werde noch in diesem Jahr, 2024, nach Gambia zurückkehren und versuchen, wieder etwas auf die Beine zu stellen. Und ich würde mich einfach darüber freuen, wenn ihr alle mich dabei unterstützen könntet. Vielen lieben Dank für, ja, vielleicht einfach für das Zuhören meines kleinen Statements hier auf meinem YouTube-Kanal. Vielen Dank.